Socken! Heute geht es in erster Linie um Socken und zwar in allen möglichen Varianten. Ich habe aber auch noch ein anderes Projekt, das ich dir am Ende der Episode zeigen möchte. Und jetzt würde ich sagen, schnapp dir dein Strickprojekt, was zu trinken und wir legen los. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode an diesem Samstag. Wenn du neu bist, dann möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Nadine, ich bin das Gesicht hinter SheBotGarne, deine Anlaufstelle für handgefärbte Wolle, Strickanleitungen und Strickzubehör und auf diesem Kanal hier hoffentlich deine Strickinspiration. Ich hoffe, dass ich dich immer zu weiteren Strickprojekten inspirieren kann. Deswegen komme ich hier am Samstag immer mit einem Podcast, in dem ich über meine ganzen Strickprojekte hier spreche, über meine Erfolge und auch über meine Misserfolge. Und am Mittwoch findest du hier immer ein Mittwochsvideo. Das kann ein Tutorial sein, ein Vlog, ein Stricktipp, irgendwas in diese Richtung. Und wenn du einen besonderen Videowunsch hast, etwas, das ich vielleicht noch drehen sollte in der Zukunft, dann kannst du mir auch gerne immer jederzeit eine E-Mail schreiben an service@shebotgarne.de. Dann packe ich das auf meine Liste und schaue, dass ich das so bald wie möglich auch umsetzen kann. Die Liste ist allerdings schon ziemlich lang, deswegen ist bald so ein Wort. Und alle möglichen Verlinkungen findest du unten in der Infobox, also zu jedem meiner einzelnen Projekte, aber natürlich auch zu meinem Shop und zur Anmeldung des Newsletters. Und jetzt genug Gequatsche, wir starten mit meinen Strickprojekten. Mein erstes Projekt ist tatsächlich ein fertiges Projekt und zwar sind meine Scrappy Stripey Socks von den Nadeln gehüpft, fertig geworden und ich liebe dieses Paar. Das darf jetzt, nachdem ihr es gesehen habt, endlich in den Schrank wandern und na gut, jetzt ist es ein bisschen zu warm, die anzuziehen, aber ich freue mich drauf, die tragen zu dürfen. Ich mag dieses farbenfrohe Paar Socken wirklich extrem. Es ist genial und weil es mir so gut gefällt, möchte ich das heute noch mal ein letztes Mal genauer vorstellen, was ich denn hier gemacht habe. Denn das sind Restesocken, auch wenn es gar nicht so danach aussieht. Für dieses Paar habe ich insgesamt 5 verschiedene Reste verwendet. Ich habe es schon mal erklärt, meine Reste sind ein bisschen größer. Liegt daran, dass ich hier so einen Online-Shop für handgefärbte Wolle habe. Und ich habe 4 gespeckelte Garne, also die bunt sind und mehr als nur eine Farbe enthalten und ein einfarbiges Garn hier. Das hier ist alles auf meinen Soft Socks. Das ist wirklich eine sehr weiche Garnqualität mit 80% Merino und 20% Polyamid. Und ich liebe diese Garnqualität. Ich habe von den Resten einiges. Und worauf ich jetzt hier geachtet habe, war, dass die ganzen Farben eine Farbeigenschaft gemeinsam haben, die da wäre so ein Magenta, Pink, Rosa, etwas in der Richtung, damit das Ganze dann auch recht harmonisch wirkt, wenn ich die Reste verstricke. Das Einfarbige hier, das habe ich eben verwendet, um Bündchen, Ferse und, schon wieder falsch rum, Bündchen, Ferse und Spitze zu stricken, einfach als Kontrastgarn. Und die anderen 4 Farben, die hier noch übrig sind, die habe ich streifen lassen. Ich finde, bei dem fertigen Paar Socken fällt es überhaupt nicht auf, dass das sich um Reste handelt. Es sieht eigentlich aus wie eine eigene Färbung, die für sich steht. Und das ist dadurch entstanden, dass ich immer nur 5 Runden pro Farbe gestrickt habe. Und das Ganze habe ich gemacht über 60 Runden für den Schaft, denn die Zahl ist durch 5 teilbar gewesen und dann habe ich eben hier unten weitergemacht mit dem Fuß. Angeschlagen habe ich 60 Maschen für meine Schuhgröße 38-39 und habe mit 2,5 mm Nadeln ein 1 rechts, 1 links Bündchen gestrickt. Und dann wie gesagt 60 Runden für den Schaft, dann kommt eine Käppchenferse, Spickelabnahmen, sieht man es auf der Seite vielleicht ein bisschen besser, hier sind die Spickelabnahmen. Und dann eben ein paar Runden noch für den Fuß und dann eine einfache Bandspitze noch vorne dran. Ja, macht riesen, riesen Spaß, die Reste zu verstricken. Und wie gesagt, ich habe jetzt ein wunderschön harmonisches Paar Socken. Denn wenn du schon lange dabei bist, dann weißt du, so super scrappy, restemäßig mag ich es gar nicht. Ich brauche die gleiche Reihenfolge der Farben, wie die hier ablaufen und ich brauche dann doch was Identisches und das ist mir hier sehr gut gelungen. Ich habe die Wolle verwendet, ein geniales Paar Socken gestrickt, das kein anderer haben wird, außer ihr habt genau die gleichen Reste wie ich und macht es genauso gleich wie ich, aber ansonsten ist das jetzt ein Paar Socken, wo ich weiß, das habe
aktuell nur ich. Und das ist wieder etwas, was mir am Stricken so wahnsinnig Spaß macht, dass man sich wirklich Unikate selber anfertigen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass, falls du mehr Socken strickst, dir jetzt denkst, oh mein Gott, alle 5 Streifen den Faden wechseln, dann hat sie doch bestimmt wahnsinnig viele Reste zu vernähen gehabt. Nein, hatte ich nicht. Ich packe mal eine Socke hier runter. Ich habe natürlich die ganzen Enden jetzt schon abgeschnitten, denn die Socken sind fertig. Aber ich kann trotzdem, denke ich, gut zeigen, was ich hier gemacht habe. Ja, man sieht hier diese ganzen kleinen Mini-Wülste, die hier sind. Und das sind tatsächlich die Fäden, die ich bereits während des Strickens so eingewurschtelt habe, dass ich am Ende dann bloß noch die ganzen Fadenenden abschneiden musste. Das Ganze ist eine Methode von Steven West und nennt sich Weaven Steven. Ich verlinke es auf jeden Fall unten in der Infobox, das Originalvideo von ihm. Aber ich beschreibe diese Technik zusammen mit einer anderen Technik, wie man Fadenenden oder Fädenenden vernäht und mit denen umgehen kann in einem anderen Video, das ich mal hier oben verlinken werde, und zwar ordentliche Streifenstricken nennt sich das. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, für Resteprojekte eine geniale Methode, damit man dann am Ende nicht 1000 Fäden vernähen muss. Ja, das war, glaube ich, noch der wichtige Punkt, den ich nennen muss. Und damit habe ich ein paar fertige Restesocken, meine Scrappy Stripey Socks. Ich bin wahnsinnig glücklich und ich bin mir sicher, dass es nicht zu lange dauern wird, bis wieder ein paar Restesocken auf meinen Nadeln landet. Es geht weiter mit meinen July Club Socks und hier bin ich mittlerweile soweit. Das letzte Mal war ich ungefähr hier irgendwo mitten im Fuß drin. Jetzt habe ich die erste Socke fertig gestrickt und das Bündchen der zweiten Socke angefangen. Für alle, die nicht wissen, was ich hier verstricke, Shebot Garne bietet in regelmäßigen Abständen einen sogenannten Sockset Club an. Und da erhält man für jeweils 3 Monate, also ein Quartal, 3 Socksets, die aus einem 100 Gramm Strang und einem dazugehörigen 20 Gramm Mini bestehen. Und zwar mit exklusiven Färbungen nur für die Mitglieder und auch mit Garnqualitäten, die es so bei mir nicht im Shop gibt. Ich verstricke hier, Moment, mein Etikett liegt dort drüben, ein Alpaka Sockset, das sich zusammensetzt aus 60% Superwash Merino, 20% superfeinem Alpaka und dann noch einmal 20% Polyamid. Und es ist ein wirklich kuschelig weiches Garn. Kann man ein bisschen sehen, dass es fusselig ist. Es ist extrem, extrem kuschelig weich. Und es macht irre Spaß, das zu verstricken. Und wie ich finde, ist das Maschenbild auch genial. Und die Färbung macht sich auch richtig, richtig gut mit diesem Muster. Jetzt gibt es nicht nur den Sockset Club, jetzt gibt es auch noch mein Hirn. Und ich habe mich Ende letzten Jahres dazu entschieden, dass ich mit jedem Monat nicht nur ein paar Socken stricke, sondern auch eine eigene Sockenstrickanleitung kreiere. Und das ist jetzt mein 7. Design, an dem ich arbeite, dass das so aussieht. Ich habe es das letzte Mal ja schon gezeigt, mit einem etwas anderen Bündchen, diesem wunderschönen Muster, das hier verläuft, ganz normale Ferse. Und dann verläuft das Muster nur noch auf dem Oberfuß und mir gefällt, wie das zusammenspielt mit den Spickelabnahmen und dann kommt eben auch noch meine Spitze dran. Kontrastfarbe habe ich jetzt hier nur verwendet für Bündchen und Spitze. Das mache ich jetzt bei der anderen Socke natürlich ganz, ganz genauso. Also auf dieses Design freue ich mich sehr. Und ich habe es, glaube ich, das letzte Mal gezeigt. Ich zeige es jetzt aber nochmal, dass das Muster, wenn es nicht getragen ist, komplett anders aussieht. Und erst wenn man es dann am Fuß hat, öffnet sich dieses Muster und man sieht es in seinem vollständigen Glanz. Also kuschelweiche Socken. Und ja, macht total Spaß zu stricken, ist überhaupt nicht kompliziert zu machen. Ja, und auch schnell eingängig. Man hat schnell im Kopf drin, wo man ist, was man machen muss. Aber zu viel möchte ich ja nicht verraten, es soll ja meine Anleitung werden. Ja, auf jeden Fall, soweit bin ich. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich es noch schaffe, im Monat Juli zu beenden. Das ist ja immer mein Ziel, dass ich es auch in dem Monat dann stricken kann. Ich denke,
Ich denke, ich schaff's, weil mir macht's echt irre Spaß dran zu stricken und mir macht's total Spaß auch auf Instagram zu schauen, was ihr so aus dem Garn macht, welche Muster ihr testet. Also ich schaue da auf jeden Fall immer vorbei und meistens schreibe ich ja noch ein paar Worte unter euer Bild oder gebe zumindest ein kleines Herzchen, damit ihr seht, ich sehe es, denn ich sehe es auf jeden Fall. Ja, also das waren meine Juli-Club-Socken. Rutschen wir zu dem letzten Socken, den ich auf den Nadeln habe. Und diese Socke ist ein Ungetüm. Hier handelt es sich nämlich um meine Weihnachtssocke Snowy Mountains Stocking. Das letzte Mal hatte ich gerade mal die Berge hier beendet und nun bin ich mitten im Musterstricken. Bevor ich es genauer zeige, gehen wir erstmal zur Anleitung. Das ist jetzt nämlich die dritte Weihnachtssocke, die ich schon stricke von Ursula Almeida. Diesmal nach der Anleitung Snowy Mountains Stocking. Und es ist wirklich ein riesen Teil, deswegen verwende ich dafür auch ziemlich dicke Wolle. Und zwar habe ich hier die Charisma aus dem Hause Drops in verschiedenen Farben. Die meisten Knolle habe ich schon angefangen, aber es wird auf jeden Fall einiges in Wolle übrig bleiben. Da können noch mehr Weihnachtsprojekte entstehen. Ja, ich wollte eigentlich diese Socke hier, das ist die letzte, die ich stricken werde. Ich habe eine für meine Tochter. In den letzten Episoden ist die für meinen Mann fertig geworden. Und das ist die jetzt für mich und das wird die letzte sein, die ich stricke. Ich möchte die dann am Kamin hängen haben. Für meine kleine Familie und ja, soweit bin ich jetzt. Aber wenn wir das Ganze mit dem Bild vergleichen, wird euch auffallen, stimmt ja überhaupt nicht überein, was daran liegt, dass ich wieder mal komplett alles abändere. Also ich bin mit dem Schaft noch nicht so ganz fertig, da kommt jetzt dann wahrscheinlich nochmal dieses Muster hier hin. Dann mache ich die Ferse. Ich überlege, in welcher Farbe ich es mache. Ich tendiere aktuell tatsächlich zu einer schwarzen Ferse. Und dann kommen erst die Bäume, die ihr hier sehen könnt, die hier am Schaft sind. Die werde ich dann am Fuß machen und ja, mit den Mustern noch ein bisschen variieren. Ich möchte auf jeden Fall nochmal die Berge unten haben, weil es heißt ja Snowy Mountains, also brauche ich Schnee und Berge, damit das Ganze stimmt. Ja, soweit bin ich. Ich habe da ziemlich viele Maschen auf den Nadeln, aber ich liebe es, vereilt zu stricken. Und an der Stelle vielleicht noch eine kleine Videoempfehlung von mir. Und zwar, weil ich gefragt wurde, ob die Wolle das Muster macht. Nein, ich stricke hier Colorwork, vereil und es gibt von mir ein kleines Video, wie ich denn die Fadenhaltung mache, damit man eben mit zwei Fäden stricken kann. Das verlinke ich mal hier oben, Fadenhaltung beim Colorwork, wer da gerne reinschauen mag. Tut euch keinen Zwang an, ich freue mich, wenn ihr euch länger auf meinem Kanal aufhaltet. Ja, also, ich denke, die wird ziemlich schnell fertig. Denn die andere hatte ich ja dieses Jahr immer in so kurzen Etappen gestrickt, also immer nur ein Motiv. Und ihr seht, jetzt ist doch ein bisschen mehr dazu gekommen. Und ja, also mir macht Spaß. Ich habe auch schon mir ein paar Gedanken gemacht, was ich, wenn ich mit dem Projekt hier fertig bin, danach auf die Nadeln packen werde, was mit vereilt zu tun hat. Weil ich merke, ich brauche ein Vereilprojekt auf den Nadeln. Regelmäßig. Deswegen habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht. Könnt was Größeres werden. Aber wir gucken mal, soweit sind wir noch lange nicht. Wenn also auch du so eine Weihnachtssocke stricken möchtest, ich finde, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dazu im Sommer, denn dann ist er auf jeden Fall für die ganze Weihnachtszeit fertig, damit man sie auch verwenden kann. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man etwas nur für die drei Weihnachtsfeiertage rausholt. Am besten am 1. Dezember schon raus, damit sich es auch rentiert hat. Ja, und die Anleitungen von Ursula Almeida kann ich empfehlen. Die sind kaufpflichtig und auf Englisch. Aber wenn man ein bisschen Strickerfahrung hat, dann ist das eigentlich kein Problem. Und vor allem nach Chartstricken hat nichts mit der Sprache zu tun. Das kriegt man auch so hin. So, nun habe ich nur noch ein Projekt zu zeigen. Es handelt sich um etwas Großes. Aber bevor wir das machen, switchen wir mal schnell in das Segment Shop News. Denn ihr wollt ja sicher wissen, was es im morgigen Sonntags-Shop-Update Neues bei mir geben wird. Ich habe für euch auf den Softsocks diese drei Färbungen hier für euch. Und zwar ist es einmal Ruby of the Night, dann haben wir hier Schneeweißchen und Rosenrot und Rotkäppchen. Und diese drei zusammen könnte man wunderbar faden lassen, also von hell nach dunkel verlaufen lassen, indem man die Fäden beispielsweise in einem größeren Projekt
Farbe 1 und 1 doppelt hält, dann Farbe 1 und 2, dann Farbe 2 und 2 doppelt hält und dann Farbe 2 und 3 und dann Farbe 3 und 3. Ihr habt das Prinzip verstanden. Ich habe das ja, glaube ich, auch schon öfter auf meinem Kanal gezeigt. Oder streifen lässt oder einzeln verstrickt. Also mir gefallen die drei zusammen auf jeden Fall super duper gut. Und weil ich weiß, wie sehr ihr auf Socksets steht, habe ich auf meiner BFL Sockbase diese beiden Socksets noch für euch. Das ist hier einmal Rotkäppchen mit Rotweinfleck und hier Ruby of the Night mit Rotweinfleck. Da können auf jeden Fall viele, viele Socken entstehen. Und gerade für die, die es verpasst haben, sich für den Sockset Club anzumelden oder zu spät dran wären. Ich muss auch zugeben, der war wirklich sehr schnell weg, die ganzen Mitgliedschaften. Der kann sich natürlich ein Sockset schnappen und auch munter drauf losstricken an Sockenpaaren. Also, das wird alles morgen im Sonntags-Shop-Update geben. Und falls ich dir zu schnell gesprochen habe, du genauere Infos brauchst, dann weißt du ja, dass du den Newsletter da unten hättest abonnieren müssen. Wenn ich hole das noch schnell nach, denn am Samstag erhalten alle Abonnenten auch immer noch einen Newsletter, der über alles viel detaillierter noch einmal informiert. Nun aber zurück zu meinem letzten Projekt. Bei meinem letzten Projekt, an dem ich gearbeitet habe, seit der letzten Episode ist einiges vorangegangen. Haltet euch fest, ich bin fertig mit dem Körperteil meines Christmas Frills. Ja, ich habe es noch geschafft. Heute Morgen habe ich die letzten zwei Runden hier gestrickt und abgekettet. Und es ist wieder passiert. Ich habe wieder die gleiche Farbe an Halsbündchen und unten am Körperbündchen. Glücklicher könnte es nicht sein. Wir gehen aber erstmal zur Anleitung, denn ich habe das ja in den letzten Episoden, glaube ich, gar nicht gezeigt, dieses Projekt. Und zwar stricke ich hier den No Frills von Petite Knit. Ich habe den bereits einmal gestrickt und zwar ziemlich genauso, wie er hier auf dem Bild aussieht, auch in diesen Farben. Und dann hatte ich Lust, den noch einmal zu stricken und das Ganze etwas weihnachtlicher zu gestalten. Man hält für dieses Projekt Garn in Zopfenwollstärke doppelt mit einem Lace-Mohair-Faden. Und ich habe mir gedacht, ich suche mir vier Farben aus. Moment, das hier sind die vier. Das ist Herzkönigin, Druid, Woodman und Sweet Dreams, alle auf den Soft Socks. Und ich habe von jeder Farbe genau einen Strang für dieses Projekt und sieht gut aus. Ich komme auf jeden Fall damit hin. Und doppelt halte ich das Ganze mit der Extraklasse in einem Grauton. Ich weiß die Farbnummer nicht auswendig, da müsst ihr bei mir im Shop schauen. Ja, das ist das Lace Garn und die beiden hält man eben doppelt. Das sind eigentlich schön kräftige Farben, aber durch das Doppelthalten entsteht hier dieser Effekt, in dem die ganzen Farben etwas gemutet werden. Und mir gefällt es super gut. Vor allem von nahen sieht es aus wie eine kleine Schneeschicht, was es perfekt für einen Weihnachts-Winterpulli macht. Ich mag die Farben total zusammen. Sie sind nicht so super duper weihnachtlich. Man kann sie auf jeden Fall auch schon im Herbst eigentlich tragen. Und ja, jetzt bin ich eben fertig mit dem Körperteil. Ich habe wirklich gebankt, ob ich denn nochmal eine ganze so eine Wiederholung hier von Rot, Grün und Lila hier hinstricken muss, bis ich das Bündchen machen kann. Dann also hier unten nochmal dran. Und dann dachte ich, oh mein Gott, dann wird es ein Kleid. Ich stricke hier aktuell noch ein Kleid. An dem bin ich nicht weitergekommen. Das seht ihr hoffentlich das nächste Mal. Aber das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja genau die gleiche Länge haben wie den No Frills, den ich schon gestrickt habe. Also bin ich zum Kleiderschrank, habe mir den anderen geholt, leg den da drauf und stell fest, die Länge passt. Manchmal verschätze ich mich so extrem, oder verschätzen, manchmal bin ich zu faul, um aufzustehen, um mein Maßband zu holen und versuche danach Augenmaß zu machen. Und deswegen, es war perfekt, dass ich den Pulli jetzt schon einmal gestrickt habe. Er hat jetzt nämlich exakt die gleiche Länge und das heißt, ich weiß, dass der genauso sitzt, wie ich ihn sitzen haben will. Ja, und nun freue ich mich total drauf, dass ich dann die Ärmel, die ich stillgelegt habe, die sitzen gerade noch auf einem kurzen 40 cm Nadelseil von Haya Haya mit diesen kleinen süßen Panda-Nadelstoppern drauf, dass ich die dann jetzt aufnehmen kann, die Maschen, und dann die Ärmel stricken kann. Und ich denke, da wird es nicht hinhauen, dass das Bündchen die gleiche Farbe hat, denn ich glaube, die Ärmel sind ein bisschen länger als das Körperteil.
Muss ich nochmal mit dem anderen Pulli vergleichen, bevor ich mich ranmache. Vielleicht ändere ich ja doch die Rundenanzahl. Oh, ich stricke nämlich immer 10 Runden lang eine Farbe. Das ist ja so in der Anleitung nicht drin, aber so kompliziert ist es jetzt nicht, die Farbe zu wechseln. Ja, also da gucke ich jetzt auf jeden Fall mal. Wäre toll, wenn die natürlich auch enden würden mit diesem schönen Petrolton, auf den ich aktuell ja so stehe. Ja, also mal gucken. Ja, auf jeden Fall das letzte Projekt, das ich euch zeigen kann. Wie erwähnt, an meinem Stripey, für die, die es wissen möchten, habe ich überhaupt nicht gearbeitet. Ich habe jetzt mich komplett auf das hier hauptsächlich konzentriert. Ja, ihr schaut einfach mal, ob ich euch den Stripey nächstes Mal wieder zeigen kann. Gut, damit wäre ich fertig für heute. Mehr Projekte habe ich nicht zu zeigen. Ich glaube, wir sind ein bisschen durch diese Episode durchgerast. Aber ich hoffe, du hast trotzdem Spaß gehabt, mir zuzuhören. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal. Strick schön. Tschüss. Stopp, noch nicht ausschalten. Ich habe natürlich noch eine Videoempfehlung für dich. Unser letztes Mittwochsvideo war ein Zuschauerwunsch. Diesen habe ich erfüllt. Jetzt gibt es das Video zum Kitchener Stitch oder dem Maschenstich mit einer kleinen Eselsbrücke, wie du dir super merken kannst, wie du diesen Maschenstich beherrschst. Ja, schau da unbedingt noch rein. Jetzt aber. Tschüss.